mal, willst du verreisen? Antworte gefälligst, wenn ich dich was frage. Du gehst mir auf die Nerven. Laken, hör zu, ich weiß, was du im Sinn hast und ich finde es unüberlegt. Was hab ich denn im Sinn? Keine Spielchen mit mir, ja? Ach, was, das sagst ausgerechnet du mir. Du gehst nirgendwo hin, ich verbiete es dir. Oh, doch, das werde ich. Denkst du etwa, ich lasse meine einzige Tochter nach Los Angeles ziehen, damit sie mit diesem Capwell zusammenzieht? Bloß eingefallen. Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt genau, was ich meine. Ist dir eigentlich klar, was aus dir geworden ist? Ich möchte wissen, wovon du redest. Was du tust, ist widerwärtig. Ich finde das unverzeihlich. So, was tue ich denn bitte? Als ob du das nicht wüsstest. Allmählich wird mir klar, dass du sogar noch schlimmer bist, als ich dachte. Ich verabscheue diesen Ted Capwell und daran ändert sich nichts. Aber du kennst ihn doch gar nicht. Ich weiß genug. Was weißt du? Erstens ist er ein Capwell und zweitens ist er ein Nichts. Ich vertrödel nur Zeit. Du wirst mir zuhören. Wenn es um Beziehungen geht, bist du nicht kompetent. Was willst du damit sagen? Sieh doch mal dich und Dad an. Was ist denn mit uns? Na, wie ihr miteinander umgeht. Ihr beide versucht doch nur, euch gegenseitig auszutricksen. Ich mache mir Sorgen um das Geld, weil du Dad dauernd vorwirfst, dass er es zum Fenster rausschmeißt. Und dann habe ich ständig Angst, dass du im nächsten Augenblick etwas Peinliches tust, nur weil du so stolz darauf bist, exzentrisch zu sein. Augenblick. Ich denke nicht, dass es zu deinen Aufgaben gehört, sich um unsere Finanzen zu kümmern. Ich muss es doch, wenn sich sonst kein Mensch darum kümmert. Laken, glaub mir, das verstehst du sowieso nicht. Du hast doch keine Ahnung von Finanzen, mein Kind. Willst du mit mir wirklich über Geld reden? Ich bin nicht blind, Mom. Ich krieg einiges zu sehen und zu hören. Die ganze Welt weiß Bescheid über Dads verrückte Investitionen. Und überhaupt, wie soll das werden, wenn er ständig unterwegs und nie zu Hause ist? Denkt er nie darüber nach, wie viel das kostet? Ich weiß wirklich nicht, was dich das interessieren könnte. Mom, ich lebe hier. Ich bin seine Tochter. Was er auf seinen Reisen ausgibt, das geht dich nichts an. Du bist noch ein Kind. In deinen Augen bin ich vielleicht ein Kind. Aber eines weiß ich sicher. Ich bin nicht das einzige Kind hier. Offensichtlich hat Dad gute Gründe, warum er so selten hier ist, nicht wahr? Was willst du denn damit wieder sagen? Naja, man könnte vermuten, dass Dad vielleicht die Reisen mehr bedeuten als seine Familie. Hi, Laken. Wo gehst du denn hin? Zu den Capwells. Wohin? Du hast richtig gehört. Du möchtest zu den Capwells, hä? Glaubst du nicht, dass es ein bisschen überraschend für sie sein wird? Sie erwarten mich. Was soll das heißen? Kelly hat mich eingeladen, die Nacht bei ihr zu schlafen. Aber du wirst nicht gehen. Ich verbiete es. Gute Nacht. Hör dir das an. Ja, was denn? Das ist das Drehbuch, das der eklige Produzent für Jade hat. Ich kann's kaum fassen. Was kannst du kaum fassen? Also dieser Kerl und das Mädchen, die kennen sich noch gar nicht, richtig? Sie sind am Strand in der Hütte. Und da ist eine Party und da passiert ein Unfall. Die Partygäste gehen. Also die Mädchen ist sehr heiß, weil da gerade eine Hitzewelle ist, richtig? Das kannst du laut sagen. Nun hör doch zu. Und sie hat ihren Badeanzug an. Denn das war ja eine Schwimmparty. Sie fängt an, die Kleider auszuziehen, außer ihrem Badeanzug. Und dann zieht er sein Hemd aus, ihm schließlich auch heiß. Ja, und dann gehen sie zusammen unter die Dusche. Ja, sie drehen das eiskalte Wasser an und duschen zusammen. Und damit nicht genug, es geht noch weiter im Drehbuch. Das war nur der Anfang. Lass mich mal sehen. Hier, guck. Hey, was soll das? Wenn das hier so rumliegt? Das geht euch nichts an. Das ist mein persönliches Geschäftsmaterial. Wirklich? Ein interessantes Geschäft. Offenbar hast du nicht die leiseste Ahnung von der Filmwelt. Sag mal, du willst das doch nicht machen, was da in dem Buch steht. Wieso nicht?
Also überleg doch mal. Das, was da drin steht, ist... Für Erwachsene. So kann man es auch ausdrücken. Ach, bekommt ihr denn nichts von der Welt da draußen mit? Ich fürchte, das ganze süße Leben geht an euch vorbei. Was weißt du schon darüber? Mehr als du. Hast du wirklich gemacht, was da in dem Drehbuch steht? Nun spiel dich nicht so auf und sei nicht so spießig. Ich kann noch mal fragen. Mein Sexualleben ist meine Privatsache. Hör dir das an. Wenn dein Sexleben so privat ist, warum redest du dann drüber? Und wenn du diesen Film machst, wird dein privates Sexleben auf der Leinwand zu sehen sein und die ganze Welt kann's sehen. Na, dann werdet auch ihr die Antworten auf eure Fragen haben, wenn ich auf der Leinwand zu sehen bin. Hallo? Hä? Kelly! Sag mal, wo hast du bloß gesteckt? Ich war kurz weg. Hast du schon mal angerufen? Oh nein, aber Laken hat's die ganze Zeit versucht. Laken? Ja, sie hat ganz aufgeregt hier angerufen. Sie will rüberkommen und bei uns übernachten. Was? Naja, sie rief an und fragte, ob das ginge und ich sagte, warum nicht? Warte, sie hat dich angerufen und gefragt, ob sie bei uns übernachten darf? Ich weiß auch nicht so genau, was da los ist. Ich dachte, du solltest es wissen. Mann, das gibt's doch nicht. Da muss was Furchtbares passiert sein. Ja. Deswegen dachte ich auch, ich rufe dich gleich an. Ja, vielen Dank. Ich bin schon unterwegs, okay? Du kommst nach Hause? Ich bin heute Nacht noch in Santa Barbara. Ich komme so schnell ich kann. Sag ihr, ich bin schon unterwegs. Okay? Okay. Mach's gut. Was ist los? Ich weiß nicht genau. Irgendwas stimmt mit Laken. Ist sie krank? Nein, nein. Ich muss los. Bis bald. Wo geht er hin? Er fährt bloß nach Santa Barbara. Er haut ab? Einfach so? Ja, einfach so. Ich glaube, heute Nacht kann's hier so ablaufen wie im Drehbuch. Zwei Personen. Ganz allein. Was redest du da für einen Quatsch? Er pirscht sich an sie ran. Draußen ist es heiß, furchtbar heiß. Ein kleines Gewitter liegt in der Luft. Es wird immer schwüler. Er zieht sein Hemd aus und kommt langsam zu ihr. Danny? Mhm. Das spielen wir nicht, klar? Dieses Spielchen nicht. Warte, warte, Laken. Wenn du auch nur an... Hör auf zu reden, es hört dir doch niemand zu. Warte. Einen Augenblick. Augusta, ich würde gerne ein kleines, privates Gespräch mit meiner Tochter führen. Ja, das möchte ich. Ich schlage vor, du gehst jetzt. Verschwinde hier endlich, Augusta. Das ist absurd, Leine. Raus jetzt. Das sind doch bloß Tricks. Na, wie alt warst du wohl, als du entdeckt hast, dass das hier alles nichts mit Magie zu tun hat, hä? Du musst so 6 gewesen sein. Oh, Schatz. Hör auf mich. Aber das Leben ist Magie. Ich liebe das Leben, ja. Weißt du, dieses Leben ist schön, Leben. Ich wollte immer, dass du das auch fühlst. Ich denke, wir alle wollen geliebt werden. Das andere ist so vergänglich. Ich liebe dich. Ich liebe euch Kinder. Ich liebe dich und ich liebe Warren. Naja, manchmal glaube ich, ich zeige euch das nicht richtig. Oder nicht genug. Was meinst du? Ich weiß nicht. Was empfindest du? Es wäre schön, wenn du öfter da wärst. In Gedanken bin ich immer bei. Ich weiß. Du schickst uns doch wenigstens Postkarten von Schmetterlingen aus Madagaskar. Diese Schmetterlinge sind wunderschön. Einfach fantastisch. Ich liebe fantastische Dinge. Aber ich werde dir etwas sagen. Alle Schmetterlinge aus Madagaskar sind nichts gegen eine Locke deines wunderbaren Haares. Oh, Schatz, ich reise und reise.
Just weil ich mich viel lebendiger fühle, wenn ich neue Dinge sehe. Nichts, aber auch nichts macht mich glücklicher, als zu wissen, dass du und Warren auf der Welt seid und dass es euch gut geht. Hm? Stimmt was nicht mit deinem Mund? Ist alles okay mit meinem Mund. Ich üb nur die neue Rolle. Ah. Oh. Anscheinend macht's dir viel Spaß. Ja. Weißt du, dein Leben sollte mehr sein als nur Computerspiele. Das hier ist nicht mein ganzes Leben. Das ist nur ein Abend von vielen. Ich bin auch bald fertig. Genau, was ich wollte. Ich find's echt beknackt. Den ganzen Abend drückst du auf diesen Tasten rum. Das ist nicht normal. Nicht normal? Ich meine, wenn ich mein Drehbuch lese, entwickle ich dabei meine Persönlichkeit. Und ohne Persönlichkeit kann man keine Karriere machen. Dieses Spiel bringt dich doch nicht weiter. Aha, sieh dir das an, mein Rekord. Was? Danny, hörst du mir zu, wenn ich mir Gedanken um dich mache? Nein. Ich denke, du arbeitest. Ich habe gearbeitet. Oh, ich muss noch sehr viel erledigen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier rumstehe und so viel Zeit vertrödle. Vaters Geburtstag ist schon in wenigen Wochen. Und wir haben noch nichts erreicht, was das Grundstück am Strand angeht. Ein Safe wäre leichter zu knacken als Augusta Lockridge. Augusta Lockridge hat nun mal das Grundstück, das ich haben will. Also musst du irgendwie versuchen, da... Hallo, Liebling. Hallo, Peter. Ich wollte dir nur sagen, dass ich heute Abend nicht mehr ausgehen will. Ach, wieso denn? Ich erwarte nämlich noch einen Gast. Oh, wen? Laken Lockridge. Was? Mason, sie hat angerufen und gefragt, ob sie kommen kann, weil zu Hause etwas Furchtbares geschehen ist, aber ich weiß nicht was. Nun, es ist ja egal, was geschehen ist, Kelly, aber die Lockridge sind nun mal nicht die besten Nachbarn, die man sich wünscht. Ach, Mason, Laken ist doch nicht die ganze Lockridge-Familie. Sie ist ein 17-jähriges Mädchen, in das dein kleiner Bruder nun mal verliebt ist. Ted? Er kann nicht in sie verliebt sein, sie ist noch ein Kind. Er ist auch noch ein Kind, aber was soll's? Hör mal, sie hat große Sorgen. Und jemanden, der große Sorgen hat, den kann man doch nicht im Stich lassen. Sie muss wirklich große Sorgen haben, wenn sie an unsere Tür klopft. Tja, bei denen muss wirklich was los sein. Na ja, Lionel Lockridge ist wieder in der Stadt. Ich möchte wissen, wieso er zurückgekommen ist. Der wird doch nicht ohne einen Grund hier auftauchen. Kelly, bitte mach dich nützlich. Frag die liebe Laken danach, was Lionel demnächst so vorhat. Mason, ich werde sie sicher nicht ins Kreuz führen. Ihn suchte dafür jemand anderes. Ja, aber du könntest sie doch mal was fragen. Es ist nicht so, dass die Kleine mir nicht sympathisch wäre. Jeder tut mir leid, der im selben Haus wohnt wie Augusta Lockridge und Lionel. Ich kann mir keine schlimmeren Eltern vorstellen. Trotzdem, es war keine gute Idee, sie einzuladen. Von Einladung war gar nicht die Rede. Ich konnte doch nicht Nein sagen. Also, du bist unglaublich, Mason. Na, vielleicht ändert sie ja ihre Absichten. Wir wollen es hoffen. Dad, ich verstehe das nicht. Was? Ich meine,
Wenn dir deine Familie mehr bedeutet als alles andere, als deine Reisen und deine exotischen Souvenirs und deine Schmetterlinge, warum bist du dann bloß so selten zu Hause? Ich meine, du solltest deine Zeit doch lieber mit den Menschen verbringen, die dir etwas bedeuten. Tja, vielleicht hast du recht, aber oft geht das nicht so einfach. Weißt du, ich spüre, wie hart es für Mutter ist, wenn du weg bist. Weißt du, wenn du ihr wirklich deine Liebe zeigen willst, solltest du dann nicht öfter bei ihr zu Hause sein? Möglich, aber manchmal will sie allein sein. Oh, Laken, deine Mutter ist... Sie ist sehr eigensinnig. Und sie ist unabhängig von mir. Tja, und darum liebe ich sie. Genauso ist es. Sie ist eigensinnig und so feurig. Das finde ich großartig. Aber sie ist sehr wild und unbeherrscht. Und wilde Tiere brauchen ihren Freiraum. Man darf ihnen nicht zu nahe kommen. Das klingt, als wenn du dich selbst beschreibst und nicht Mom. Ja. Ja, ich glaube, das stimmt. Wir sind beide Einzelgänger. Ja. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Aber es wäre schön, in einer normalen Familie zu leben, in der man sich noch zum Frühstück und Abendessen zusammensetzt und miteinander über alles redet. Und ich würde nicht dauernd von irgendwas schockiert. Von irgendwelchen furchtbaren Dingen, die ständig passieren. Hey. Komm mal her und setz dich einen Augenblick. Na, setz dich hin. Du glaubst wahrscheinlich, du hast die verrückteste Familie der Welt. Nein. Ich wette, wenn du die anderen Kinder siehst, wünschst du dir solche Eltern, wie sie sie haben. Ach, das ist doch Unsinn. Nein? Nein. Na, ja, ja, du verdienst einen Vater, der von 9 bis 5 arbeitet, dann nach Hause kommt, in einem bequemen Sessel sitzt, die Zeitung liest. Glaub mir, ich hatte noch nie einen 8-Stunden-Job. Ich könnte damit nichts anfangen. Und ich will in der Natur leben. Glaub mir, ich würde bestimmt bald durchdrehen, wenn ich einen anderen Job hätte. Da hast du recht. Ja, also... Ich wünschte mir, du würdest in mir etwas anderes sehen als in anderen Vätern. Ich bin nicht wie andere Väter. Manchmal treffen die normalen Maßstäbe auf mich nicht zu. Ich habe bestimmte Leidenschaften. Bestimmte Leidenschaften für Dinge, die bloß mich interessieren. Und welche? Welche Leidenschaften? Mhm. Oh Mann. Oh. Tja... Welche Leidenschaften? Okay, ich werde dir ein Beispiel geben. Ich werde dir ein Beispiel geben. Ich war mit einem Freund tauchen, Tiefseetauchen an der Küste von Griechenland. Und er entdeckte was. Da lagen Scherben. Ein kaputter Krug, das heißt, für ihn war es nur ein kaputter, zerbrochener Scherbenhaufen, sonst nichts. Aber weißt du, was ich sah? Ich sah in diesen Scherben eine längst vergangene, erloschene Zivilisation. Ich sah den Künstler, der den Krug entworfen hatte. Ich sah die Frau vor mir, die bezaubernde Frau, die damit Wein einschenkte. Und den griechischen Staatsmann, der sich daran labte. Ich hörte seine Ansprache. Ich sah seine Kämpfe. Ich spürte seine Gefühle. Verstehst du? Ja, klar. Bestimmt denkst du jetzt, du hast den verrücktesten alten Herrn der Welt. Hm? Nein, das würde ich nie denken. Ich möchte dir nur sagen, dass mir all diese Dinge, hinter denen ich ständig in der Welt hinterherjage, sehr, sehr wichtig sind. Ich finde es wichtig. Das weiß ich. Bloß es ist so. Wir wollen, dass du trotzdem auch ein bisschen an uns denkst. Mal, Caro Bube. Oh, ich bin gut drauf heute Abend. Oh, ist mir heiß. Weißt du, was ich jetzt tue? Hey, Danny, weißt du, was ich jetzt tue? Was?
Ich gehe zum Eisschrank rüber und hol mir ein paar Eiswürfel. Ja, dann nehme ich mir ein paar davon und reibe sie über alle Stellen meines Körpers, die sehr heiß sind. Hast du vor, den ganzen Abend da zu sitzen und zu spielen? Nein, ich sehe jetzt fern. In dieser Stadt kann man Millionen Dinge tun. Ich für meinen Teil gehe jetzt jedenfalls in eine Bar. Es kommen sehr wichtige Leute in diese Bars. Ich meine aus der Branche. Welche Branche denn? Showbusiness natürlich. Etwas anderes macht hier sowieso niemand, Danny. Kaum zu glauben. Schon wieder ein Treffer. Hast du gesehen? Das ist ja der glatte Wahnsinn. Hörst du mir überhaupt zu oder hast du nur dein blödes Spiel im Kopf? Ja, sicher. Oh, pfui Teufel, wenn du dieses Dreckzeug dauernd in dich hineinfrisst, wirst du noch krank. Irgendwas stimmt sowieso nicht mit dir. Ach, und diese Hitze, hier drin sind mindestens 50 Grad. Also, ich zieh mich erstmal um. Ich werde mir was Bequemeres anziehen. Ich bekomme, was ich will. Ich werde dich schon noch rumkriegen. Über kurz oder lang wirst du mir schön brav aus der Hand fressen. Was ist mit Mom? Was soll mit ihr sein? Naja, ich könnte mir vorstellen, dass es besser für eure Ehe wäre, wenn du öfter zu Hause wärst. Ich meine, es ist eine Sache, einem Menschen zu sagen, dass man etwas für ihn empfindet, und eine andere, es ihn auch fühlen zu lassen. Ich versuche, sie fühlen zu lassen, aber... Ich weiß, dass du es versuchst. Es ist nur... Sie... Ah. Ach, oh, ein ernstes Gespräch. Ich möchte euch nicht unterbrechen. Ich möchte nur wissen, worum es geht. Oder ist es eine Verschwörung? Nein, nein. Du unterbrichst uns überhaupt nicht, Augusta. Im Gegenteil. Wir haben gerade etwas besprochen, was dich auch interessieren könnte. Ja, was denn? Nun, wir haben über unsere Ehe gesprochen. Tatsächlich? Ja, Laken hat sich da was überlegt, wie wir es besser machen können. Wir beide. Nun, das ist ein sehr lobenswerter Gedanke von dir, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es nur uns beide etwas angeht. Ich weiß, du bist ja sowieso der Meinung, dass mich in diesem Haus nichts etwas angeht. Das stimmt genau. Einen Augenblick. Laken lebt in diesem Haus und ich finde, dass sie hier alles etwas angeht. Oh, ich finde, es gibt immer noch gewisse Dinge zwischen Mann und Frau, die privat bleiben sollten. Nein. Findest du? Okay, okay. Dann lass uns diese Angelegenheit doch gleich mal durchdiskutieren. Was hältst du von dem Zustand unserer Ehe? Oh, für mich wäre eine schönere Ehe kaum vorstellbar. Was meinst du dazu? Ich weiß nicht. Ich bin überrascht und entzückt, dass du das findest, Augusta. Ja, also ich finde, unsere Ehe könnte überhaupt nicht besser sein. Findest du? Mhm. Ja, doch, ich finde sie auch irgendwie gut, ganz besonders ja. In gewisser Hinsicht. Ja, sie ist einfach wundervoll. Wirklich? Ist das deine Meinung? Ja, solange du mich nicht anfasst. Und die kleine zahme Brieftau hat sie gebraten und als Hors d'oeuvre serviert. Ich meine, nur weil sie... Weil sie was? Nur weil sie etwas gegen Ted Capwell hat. Und dabei kennt sie ihn nicht einmal. Ach, Laken, sie kennt seinen Nachnamen. Das ist doch alles, was sie überhaupt interessiert. Ja, leider. Dich vielleicht auch. Ach, was mich überhaupt nicht. Ich will es dir ja nur klar machen. Ach, das ist noch nicht alles. Ich finde, wie Mom und Dad zusammen sind... Die Art, wie sie sich behandeln, ist furchtbar. Ach, Ivo, sie lassen sich nur ein bisschen gehen. Sie sind so miteinander, wie sie eben sind. Es wäre bestimmt alles viel harmonischer, wenn er nicht pausenlos verreisen würde. Ich verstehe das nicht. Warum tut er das? Ach, Laken, warum regst du dich über alles auf? Was bringt das schon? Meinst du nicht, es wäre eine ganz gute Idee, wenn du heute mal zu Hause bleibst und alles überdenkst? Abzuhauen und zu den Capwells zu laufen, löst deine Probleme nicht. Ich haue nicht ab und laufe zu den Capwells. Ach was? Und was tust du dann? Ich will einfach raus aus diesem Haus. Ich kann hier nicht mehr denken. Na, wenn das so ist, dann komm doch einfach ein paar Tage zu mir. Ich kann nicht in deiner Wohnung wohnen. Ich will endlich weg von der Familie. Ich kann das gut nachempfinden. Ich kann das wirklich nachempfinden, aber verstehst du nicht, dass du damit alles noch viel schlimmer machst? Ich mache überhaupt nichts. Ich will doch bloß meine Ruhe. Ja, das sagst du so. Aber wann immer die Lockridges und die Capwells zusammenkommen, dann gibt es Ärger. Unheimlichen Ärger. Ich gehe doch da nicht hin, um Ärger zu machen.
Ich will ganz einfach für mich sein. Ich gehe doch nur dahin, um zu schlafen und mal nachzudenken. Ja, aber damit bringst du Mom und Dad ganz schön in Rage. Wenn du dich auch als selbstständiges Wesen siehst. Aber ein Mitglied der Familie bleibst du doch immer, Laken. Es muss den beiden doch verrückt vorkommen, wenn ein Mitglied unserer Familie die Nacht bei den Capwells verbringt. Kannst du das nicht verstehen? Glaubst du wirklich, du kannst die Capwells für dich gewinnen, indem du das tust? Ich versuche nicht, sie für mich zu gewinnen. Ich versuche, mein eigenes Leben zu leben. Ich kann doch nicht mein ganzes Leben damit verbringen, eine Lockridge zu sein. Ich will auch ich selber sein. Ja, natürlich, das weiß ich. Immer, immer haben Sie einen Grund, warum ich mich so oder so benehmen muss und warum ich Leute nicht sehen darf, die Ihnen nicht passen. Was habe ich damit zu tun? Sicher haben Sie Ihre Gründe. Aber es sind nun mal Ihre Gründe und ganz bestimmt nicht meine. Irgendwann muss ich erwachsen werden, findest du nicht? Muss man das? Ich muss mein Leben selbst in die Hand nehmen, sonst tun es Mom und Dad und du. Ich will doch nicht dein Leben in die Hand nehmen. Ich versuche dir nur vor Augen zu führen, was du tust. Ach, warum glauben immer alle zu wissen, was das Beste für mich ist? Und was ist das Beste für dich, Laken? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es leider auch nicht. Das Einzige, was ich haben muss, ist meine Ruhe. Ich kann es nicht ertragen, wie die Menschen in dieser Familie einander behandeln. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich kann nicht sagen, wie man es besser macht, aber so geht es sicher nicht. Ja, bloß zu dem Capwells zu laufen, ist kaum der richtige Weg. Damit machst du alles nur noch schlimmer und verärgerst Mom und Dad. Lass mich bitte selbst rausfinden, was der richtige Weg ist. Oh, warte, willst du mal warten, Schätzchen? Oh, das ist von dir abgewöhnen. Wenn hier einer haut, bin ich das. Also, ich möchte gern wissen, was in diesem Hause vor sich geht. Ach, was willst du damit sagen? Ich sag dir, was ich damit sagen will. Ich will sagen, als ich fortging, hatte ich eine zufriedene, fröhliche Tochter. Und jetzt ist sie im Begriff, auszuziehen. Du kannst wohl kaum erwarten, dass in deiner Abwesenheit das Leben da stehen geblieben ist, wo du es verlassen hast. Oh, ich weiß, dass das Leben sich verändert, aber ich sehe nicht ein, dass die Persönlichkeit meiner Tochter sich verändert. Ihre Persönlichkeit hat sich nicht verändert. Du regst dich über etwas auf, was überhaupt nicht existiert. Das Mädchen ist ganz einfach in einem rebellischen Alter. Ah, das ist wieder mal typisch für dich, Augusta. Was soll das schon wieder heißen, Leine? Was das heißt? Es ist wieder mal typisch für deinen absoluten Egoismus, jawohl. Bitte? Du spinnst wohl. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass ich diejenige bin, die ständig hier sein muss. Ja, ich bin diejenige, die mit dem häuslichen Kram fertig zu werden hat. Und davon gibt es eine Menge. Mhm. Während du in indonesischen Wäldern herumhoppelst mit einem hübschen kleinen Schmetterlingsnetz, das an deinem Rücken baumelt. Das muss lächerlich aussehen. Oh ja, also das glaubst du. Dann kann ich mir einiges erklären. Na, tust du es denn nicht? Das steht auf den Postkarten, wenn du überhaupt schreibst. Alles, was ich weiß, ist, dass in diesem Haus ein Durcheinander herrscht. Und ich komme zurück und finde keine Mutter, sondern eine Frau, die total aufgeht in der Pflege ihrer Fingernägel oder ihres Hundes und sich nicht um die Tochter kümmert. Du hast vielleicht Nerven. Du findest in allem, was ich tue, Fehler. In allem. Ich kann tun, was ich will. Aber wenigstens hat Laken eine Mutter. Einen Vater hat sie ganz bestimmt nicht. Oh. Nein, 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 mach dir bitte nichts vor. Du kannst auf sie einreden und ihr sagen, dass sie dir wichtiger ist als alles andere auf der Welt. Das sind Worte, Lionel, und Worte bedeuten nichts. Ach, tatsächlich? Ja, und du wirst herausfinden, dass Zeit sehr viel wertvoller ist, aber die hast du leider noch nie für jemanden gehabt. Ist das deine Meinung? Unbedingt. Ich fange an zu begreifen. Ja, ich fange an zu begreifen, worum es in deiner Tirade überhaupt geht. Sie sollen mir Schuldgefühle einflößen, damit ich die Schuld für alles, was hier geschehen ist, auf mich nehme. Aber da irrst du dich gewaltig. Vom physischen Standpunkt aus magst du ja mit uns zusammen sein, aber beschäftigt hast du dich noch nie mit etwas anderem als mit dir selbst. Und deshalb kannst du hier sein und doch bist du genauso wenig hier wie ich. Ich schreibe wenigstens Postkarten. Das ist doch immerhin schon etwas. Warum schreibst du nicht hier und da mal eine Postkarte? Oder besser noch, du rufst deine Kinder mal an. Ich bin sicher, die würden sich unbändig freuen. Ein Medizinmann irgendwo im Busch hat dir eine Schraube locker gemacht. Ich habe endgültig genug davon. Thank you.
ist es wirklich. Oh, einfach nicht zu glauben. Dieser Kerl wirft nur Fehlpässe von Anfang an. Und wenn er das nicht tut, dann ist er schon gut dran, wenn er beim Laufen den Ball nicht verliert, diese Pfeife. Danny, dieses Spiel ist zum Sterben langweilig. Ich weiß nicht, wie du das ertragen kannst. Also mir gefällt's. So langweilig wie alte Tanten beim Passionsspiel. Aber das ist alles so schön bunt hier. Oh, Danny, kannst du mir nicht mal helfen? Ich krieg das blöde Ding nicht zu. Warum musst du dir überhaupt eine Kette umbinden? Ich dachte, du willst dich nicht an die Leine nehmen lassen. Weil es zu meinem Kleid passt. Außerdem unterstreicht es mein Dekolleté. Also willst du mir nun helfen oder nicht? Ausnahmsweise, obwohl ich sehr beschäftigt bin. Danny, das dauert doch nur eine Sekunde. Okay. Wo muss ich fummeln? Fummeln? Du musst das Ding da durchschieben. Ja, Moment. Kommst du nicht zurecht? Ich krieg das Ding doch nicht rein. Ups. Oh, bravo, Danny. Das wirst du jetzt wieder herausfischen müssen. Schon gut, Philipp. Ich erwarte jemanden. Ich mach auf. Hallo, Laken. Komm doch rein. Gib her, ich nehme das. Danke, Kelly. Wir haben dich schon erwartet. Messen kennst du, oder? Und, ja. Und mein Verlobter Peter Flint. Hi. Hi. Du brauchst uns nicht vorzustellen, wir kennen uns bereits. Ja, woher? Laken ist eine ehemalige Schülerin, eine sehr gute Schülerin. So gut auch nicht. Na, hör mal, du brauchst dich für deine Intelligenz nicht zu schämen. Laken, möchtest du vielleicht Tee? Oh, nein, danke, nein. Wirklich nicht? Oh, nein, ich mache euch schon genug Umstände. Aber überhaupt nicht. Na, recht. Das macht überhaupt keine Umstände. Oh, vielen Dank. Und du kannst hier so lange bleiben, wie du willst. Nicht wahr, Mason? Selbstverständlich. Also gehen wir rauf. Ich zeig dir dein Zimmer. Okay. Oh, nochmals danke und gute Nacht. Schlaf gute Nacht. Vielleicht könnte mir jemand leer vor sich geht. Warum dieser Lockridge die Nacht in unserem Haus verbringt. Ach, Mason, was sollte Kelly denn tun? Ja, da bin ich überfragt. Warum hat sie überhaupt hier angerufen? Hat sie denn keine eigenen Freunde? Vielleicht nicht. Laken ist ein bisschen scheu. Peter, du weißt doch so gut wie ich, dass die Eltern und Großeltern dieses Mädchens ihr halbes Leben damit verbracht haben, uns zu ruinieren. Die ganze Familie. Ich finde es empörend, dass wir ihre Kinder hier aufnehmen. Sie haben uns schon genug Probleme gemacht. Sie brauchen uns nicht auch noch ein 17-jähriges Mädchen ins Haus zu schicken. Das mag schon stimmen, Mason, aber vielleicht versucht Kelly, eure Familien zu versöhnen. Peter, eine Versöhnung ist ausgeschlossen. Das sind Menschen, die uns alles kaputt machen wollten, was uns wichtig war. Falls ihr es noch nicht wissen solltet, ihr habt durchdringende Stimmen. Könnt ihr ein bisschen leiser reden, bitte? Und wie lange wird's...